Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. Du kannst die Glocke nicht läuten, hä? Warum sollte ich das tun? Oh, du hast ja Angst. Hab ich nicht. Der große, tolle Drache hat Angst vor der bösen Glocke. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Oh nein, wirklich. Wie wäre es, wenn ich einfach das Kissen... Spyro, kannst du mich hören? Geht's dir gut? Hör zu, vergiss die ganzen Scherze, die ich über deine Wampe gemacht habe. Und dass du lila bist und dumm und fett, okay? Komm einfach da raus. Bitte, Spyro, sei nicht tot. Hast du was gesagt? Ich? Nein, nein, ich hab nur laut gedacht über meinen Tag, dass ich... Ich dachte, ich hätte da was gehört, bevor ich den Weg freimachte. Oh, das ist witzig. Tja, du hast wohl Halluzinationen.
Komm schon, du wertloses Stück Fleisch! Los geht's! Wir besteigen Dampfi und zeigen es diesem verwanzten Drachen. Der Kristall sollte fast bereit sein. Und der Vulkan bricht bald aus. Komm schon, Sparks! Wir müssen sie kriegen! Du weißt nicht, wie man dieses Ding fährt. Das kann doch nicht schwer sein, so auf Schienen. Deine letzten Worte. Yeah.
Bildung nicht vergessen. Ah!
Warte, warte, wir sind auf deiner Seite. Wohl eher Spione für den Zugführer oder diese Cinderbestie. Molière schickt uns. Mein Bruder lebt? Aber natürlich, er ist gesund und munter. Aber ich muss sagen, dass er der Nette in der Familie ist. Tut mir leid, wirklich. Man kann heutzutage kein Risiko eingehen. Molière lebt also? Wunderbar! Aber warum schickt er euch her? Er sagt, dass du vielleicht weißt, wo unser Freund Herador ist. Wenn das ein großer Drache ist, dann ja. Die meisten Mann sind wir Kleins, werden in diesem Lager festgehalten und gezwungen, für Cindermetall abzubauen. Und es gibt Gerüchte, dass euer Drachenfreund dort drinnen festgehalten wird. In den dunkelsten Vulkantiefen. Wir sind alle verloren. Nicht, wenn wir etwas mitzureden haben. Wie meinst du das? Ja, wie meinst du das? Ich meine, dass wir die Mann sind wir Kleins befreien, in die Tiefen von Ovigros vorstoßen und Herador suchen. Und dann machen wir Party! Okay, auf geht's!